Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Vanishers Ghosts of New Eden. Mit mir den Pirates. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir machen weiter. Genau, wir nutzen jetzt einen Aufzug. Und mal gucken, wo uns der hinführen wird. Die ganze Sache ist ernster, als wir dachten. Ich habe kein gutes Gefühl. Nicht nur, weil wir unter die Erde gehen. Wir müssen vorsichtig sein. Schließlich wissen wir nicht, was Lemmy hier getrieben hat. Ja. Und die Anzeichen lassen keine Hoffnung aufkeimen. Na, mal gucken. Es geht unter die Erde, Leute. Ich bin gespannt. Weißt du, ich glaube, langsam gefällt mir der Untergrund. Die Dunkelheit, das viele Schwarz, die kühle Brise. Hm. Meinst du das ernst? Nein, nicht wirklich. Überhaupt nicht eigentlich. Nett. Verflucht nochmal. Noch ein Klagegeist, der als Wächter missbraucht wird. Oh mein Gott. Was habt ihr getan, ey? Oh. Klagegeist. Ah. Beginnt es heute gleich mal mit dem Bossfight. Funktioniert der wie... Ja. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Alles gut. Selten ist der Mann. Ich kann nicht fassen, dass ich das Ding erlöse. Ah. Okay. Stirb, du Drecksau. Okay. Wo ist Nummer 2? Laufen, 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 laufen. Ich habe Angst. Da. Number 2. Komm. Ich sehe nichts mehr. Okay. Ist drauf. Ja, gut. Komm. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Lad nach. Laufen. Wo ist das nächste? Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Hi. Bist du ein Mächtiger? Alpha-Paniker. Da hinten ist irgendwas. Ich muss mal hier durch. Ein Alpha-Tier. Oder, ah. Natürlich schieße ich jetzt daneben, ne? Das war klar. Wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Was zum? Bam, hau den Kopf. Oh nee. Wenn ich will. Nein. Und komm, komm. Ja. Aua. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Nein, nein. Wuppa, 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 Tal. So, tschüss. Aua. Ich brauch noch ein Ding. Hä? Denkst du, was ich hier tue? Nee, war ich schon. Irgendwas fehlt hier noch. Oben? Was ist das denn hier? Ah. Jetzt weiß ich warum. Okay, komm. Komm her! Jans. Wenn das alles vorbei ist, gehe ich vielleicht in den Ruhestand. Dir würde das doch fehlen. Das weißt du.
Oh. Schau dir das an. Alter. Was anschauen? Das reicht ihm eben schon. Tote Tiere. Schon wieder. Aber andere Symbole, andere Magie. Sie wurden anscheinend als Köder verwendet. Konnte er sich so am Klagegeist vorbeischleichen? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Durch den Riss gehen. Oh Gott, das hört sich jetzt ja wieder toll an. Alter, und dafür liebe ich dieses Spiel. So, Notizen zum Ritual einer Sekte. Wiederbelebungsritual. Erster Versuch, 22. Dezember 1637. Schwein. Erfolg. Der Effekt hat nur wenige Minuten angehalten. Zweiter Versuch, 25. Dezember 1637. Huhn. Erfolg. Das Huhn hat viel länger durchgehalten als das Schwein. Liegt das an deiner geringen Größe? Das ist weniger Essenz benötigt? Dritter Versuch, 27. Dezember 1637. Rind, Fehlschlag. Der Kadaver war wohl viel zu groß. Das Ritual hatte überhaupt keinen Effekt. Okay. Okay. Was ist denn hier? Ein bisschen Zeitsink, bevor ich da reingehe. In die Scheiße. Ich bereue mein Neu hier. Pisst euch! Das. Aua! Lass doch mal, Junge! Ah. Weißt du was? Komm her. Na gut, so und dann mach. So, ja, gibt jetzt Backenfutter. So. Ein Geisterspinnennetz oder was ist das? Ich kann dieses Netz nicht durchdringen. Okay. Oh ne, dann nicht. Dann. Lassen wir es. Gut. Dann gehen wir durch den Riss. So, hier sind wir nun. Dann treten wir jetzt wohl in die Leere ein. Ach, das tun wir wohl. Ja, wenn es sein muss, sehr ungern, aber... Na gut, Leerwandeln. Ich habe das Gefühl, dieses Mal wird es nicht so einfach, wie es sonst immer der Fall ist. Naja... Sehr schön. Dunkle Rituale, ein leeres, etwas Unheimliches, das in der Luft liegt. Da kann Lemmy ja nicht weit sein. Ah, das Tintenfass. Moment mal, was? Ist das abgeschlossen? Oh. Das ist die letzte Quest. Vom, Oh, krass. Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Okay. Das geht. Krass. Es ist furchtbar ruhig. Warum ist es so furchtbar ruhig? Ich schätze mal wegen den Geisterschutzvorrichtungen.
Ich hätte nie gedacht, dass man hier welche aufschauen kann. Aber gut. Man muss doch sagen, dass der Lemmy doch einiges hinkriegt. Die Schutzvorrichtungen arbeiten doch gut. Er hätte nicht so viele Vögel töten müssen. Dämonologen setzen auf Nekromantie. Vielleicht wollte er sie nach Abschluss seines Plans zurückbringen. Schämen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Bleib unten. Bleib unten? Ah, da ist doch was Hübsches. Nein, bleib nicht unten. Da ist was Lieder, das sie nicht haben. Das will ich. Genau. Ich möchte... Achso, da... Das kriege ich aber nicht. Ah, weil es nichts ist. Hm. Okay, dann nicht. Oh oh, jetzt ist der. Dummkopf. Ist er so ein bisschen Dummkopf? So. Auf denkst du? Ja, komm her. Fort mit dir. Ich bin ein guter Sniper, ne? Ah, damit. Damit hängt er die Schienen. Ah. Okay, wir müssen nicht alle bekämpfen. Geht, glaube ich, auch gar nicht. Und damit lockt die Schienen weg. Interessant. Es sind sowohl zum Weghalten von Geistern und... Obwohl, ne, müssten dann zwei fallen dann. Wo geht's hier lang? Guck ich mal hier. Ah, da habt ihr auf jeden Fall eine Truhe. Gruseliges Versteck. Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Hm. Karte der Ecken. Eine von Hand gezeichnete Karte der Ecke und der Ecken mit den Initialien ER darauf. Zwei Orte wurden eingekreist, die verlassene Mühle und der Gottesacker. Der Schleier zwischen den Aralu und der Lebenwelt scheint an diesen beiden Orten besonders dünn zu sein. Ein Riss. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. Hm. Obskure Dämonologenschriften. Geistererscheinungen können mit Hilfe von verschiedenen, wie bekannten Ritualen kontrolliert werden. Oder zumindest in die richtige Richtung gesteuert werden. Diese müssen mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um die Kontrolle nicht zu verlieren, was ansonsten katastrophale Folgen haben könnte. Eine unerlösliche Gleichung. Wenn die gesprochenen Worte der Macht und ihrer Stärke auch nur um den Wert 01 abweichen und keine angemessenen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wurden, wird der Geist zwar erscheinen, sich aber nicht den Willen des Dämonologen beugen. Dies gilt in jedem Fall zu vermeiden, denn es kann schwere Verletzungen, den Tod oder noch Schlimmeres nach sich ziehen. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Sie ist verboten. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Widerlich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Lehre. Haskell. Hallöchen. So. Ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Ihr versteckt euch nie in der Lehre? Was Verstecke anbelangt, ist die Lehre eine durchaus interessante Wahl.
Ja, es ist ein unglaublicher Ort. Oder eine Ebene? Eine Welt? Das Aralu lässt sich gar nicht so leicht beschreiben. Aber es zu studieren ist faszinierend. Verratet mir doch, wie ihr an dem Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Über Caleb Watson. Wir müssen uns über Caleb Watson unterhalten. Warum zum Teufel habt ihr ihm ein Wiederbelebungsritual gegeben? Ruths Tod hat den armen Caleb schwer mitgenommen. Er war so einsam und da habe ich ihn oft in seiner Werkstatt besucht. Wir haben viel geredet. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit und konnte gut zuhören. Als er erfuhr, dass man sie zurückbringen könnte, hatte er nur eine Frage. Wie? Ihr habt seine Trauer ausgenutzt. Ihr habt seine Trauer als Gelegenheit missbraucht, die Effekte der einfachen Wiedergeburt zu studieren. Oh, ihr kennt das Ritual ebenfalls. Es ist wirklich unglaublich, nicht wahr? Ich habe mich damit befasst, mit dem wahren Ritual. Nicht mit der vermurksten Version, die ihr Caleb gegeben habt. Ihr habt recht und es tut mir leid. Ich fand es in einer Ausgabe von De Occulta Philosophia von Cornelius Agrippa von Nettesheim. Überragendes Buch. Ich habe schon einige illustre Okkultisten getroffen und keiner besaß eine authentische Kopie des Agrippa. Bei der Übersetzung oder beim Druck gehen oft Nuancen verloren. Ich wage zu bezweifeln, dass eure Ausgabe da anders ist. Natürlich! Die Macht liegt in den Worten und meine waren falsch. Deshalb hat es nicht funktioniert. Wie faszinierend. Ihr müsst diesen Weg verlassen. Ihr verwechselt Torheit mit Kühnheit. So dürft ihr nicht weitermachen. Das Ansammeln von Wissen kann doch sicherlich keine Sünde sein. Werdet ihr das auch noch sagen, wenn Pennington euch der Hexerei bezichtigt? Ihr dürft nicht vergessen, was Deborah widerfahren ist. Miss Comenius. Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an sie. Euer Vater gab uns auf, dies alles zu untersuchen. Wir müssen das Mysterium aufklären. So oder so. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam, auf was ihr hinaus wollt. Ich könnte also ein klitzekleines bisschen in Gefahr schweben. Klitzekleines bisschen ist gut. Was macht ihr hier? Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht. Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden, aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht, zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen, und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Über das Aralu? Aralu? Meint ihr mit Aralu die Lehre? Keiner der Namen wird diesem Ort gerecht. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Das Aralu, Mr. McGrath, besteht aus dem Stoff, aus dem unsere ältesten Mythen sind. Ist das nicht unglaublich? Könnt ihr es beweisen? Wie könnt ihr euch sicher sein, dass die Lehre die Region verdorben hat? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. Stimmt. Das hat man uns in Fort Jericho erzählt. Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralu. Aber während sich damals das Fleisch entzündete, werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank.
Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Über die Quelle? Was hofft ihr, an der Quelle des Schleims zu finden? Ein Heilmittel. Der Schleim sickert in unsere Welt und macht uns krank. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Wer seid ihr wirklich? Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lamy Haskell, ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Ja. Seid ihr ein Dämonologe? Seid ihr ein Dämonologe, wie euer Vater? Mehr oder weniger. Eher doch weniger. Mein Vater betrachtet Okkultismus durch die Linse seines Glaubens. Aber ich weiß es besser. Also, doch mehr? Wenn ihr den Glauben eures Vaters nicht teilt, an was glaubt ihr dann? Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Die Beweise sind überall. Und wenn die Lehre für ewige Verzweiflung steht, muss es auch einen Ort der Hoffnung geben. Aber ich frage mich, wo? Wo nur? Euer Leben steht auf dem Spiel. Wir finden euch bis zum Halse in schwarzer Magie steckend, Reden schwingend über eure transzendente Reise. Euer Leben schwebt in Gefahr, Lamy. Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Über euer Studium der Dämonologie. Ihr habt Dämonologie studiert. Ganz ohne Hilfe? Ich gebe zu, als mein Vater mir meine Studien verbat, widersetzte ich mich ihm und machte heimlich weiter. Die dicken Bücher waren langweilig, bis sie verboten waren. Plötzlich konnte ich nicht genug von ihrem geheimen Wissen aufsaugen. Seltsam, nicht? Vor kurzem dann zeigte mir ein guter Freund meines Vaters, dass ich bis dahin lediglich an der Oberfläche gekratzt hatte. Wer war dieser Freund? Wer war dieser Freund eures Vaters? Ein wandernder Franzose, der New Eden in den letzten Jahren häufig einen Besuch abgestattet hat. Er nennt sich einen Sucher nach der ultimativen Wahrheit. Er war ein erfolgreicher und profunder Denker. Mein Vater war so stolz, mit ihm zu reden. Für ihn ist Wissen die Leiter zu wahrer Größe. Und wahre Größe ist der Preis. Für mich ist Wissen selbst der Preis. Heb wohl. Dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lamy. Trotzdem, danke. Okay, die Quelle des Schleims erkunden. Meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch essen? Spürt ihr Hunger? Tut mir leid, es ist nur, ihr seid der erste Geist, den ich getroffen habe. Also persönlich, meine ich. Ich esse nichts. Nicht so, wie ihr das tut. Ich verspüre Hunger.
aber ebenfalls nicht so wie ihr. Faszinierend. Und könnt ihr Dinge berühren? Riechen? Sehen Farben noch so aus, wie ihr sie kanntet? Meine Sinne haben sich verändert. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ich kann sehen, manchmal auch berühren. Ich rieche nichts. Laut Red, ein Segen. Wie nehmt ihr auf dieser Ebene Form an? Fühlt ihr euch an sie gefesselt oder seid ihr aus freien Stücken hier? Es ist, als würde ich mich an ein Seil klammern und hoch über einem Abgrund baumeln. Selbst wenn ich loslassen wollte, könnte ich es nicht. Aha. Wie sieht es mit euren Verbannerfertigkeiten aus? Könnt ihr sie einsetzen? Funktioniert eure Ausrüstung noch? Schadet sie euch als Geist nicht? Die Male an meinen Händen und die Ringe an meinen Fingern sind nicht wirklich da. Für mich sind sie nichts weiter als eine Erinnerung. Könnt ihr mit jedem Geist reden, wenn ihr es wünscht? Nein. Ich kann Spuren ihrer Anwesenheit ausmachen. Um reden zu können, muss ich einen Prozess anwenden. Und doch kann ich mit euch reden. Wundersam. Die Toten sind selten so wortgewandt oder so entgegenkommt. Meistens sind sie sogar ziemlich rüde. Ich denke, wir sollten los. Vielleicht ein anderes Mal wieder? Aber wir haben doch gerade erst an der Oberfläche der großen Mysterien gekratzt. Seht euch doch um. Wir stehen hier jenseits der letzten Grenze. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sagen, jawohl, Fräulein Duarte. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, für heute reicht es. Wir haben Lemmy gefunden, wir haben mit ihm gequatscht und wir sind in der Leere. Und dann gucken wir am nächsten Mal mal, wie die Quelle des Schleims erreichen und was damit jetzt auf sich hat. Und geben ihm vielleicht sogar Notizen. Mal gucken. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Let's Play. Banishers Ghosts of New Eden. Euer Pilzer, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.